Willkommen zum nächsten Tutorial mit der Calliope Mini und heute werden wir uns mal die Lärmampel genauer anschauen. Das ist ein gern genommenes Beispiel, denn das lässt sich im Unterricht ja prima einsetzen. Zum Beispiel kann man die Lärmampel dem Lehrer vorne auf den Tisch legen. Wenn der wieder mit euch so rumschreit, dann kann die Calliope Mini das genau anzeigen. Umgekehrt sind vielleicht auch die Schüler zu laut und die Lärmampel muss den Schülern anzeigen, dass sie zu laut sind. Das heißt, auf den Tischen liegt dann so eine schöne Calliope Mini und die zeigt euch dann die Lautstärke an. Und ihr seht im Video auch schon die ganze Zeit die Funktionsweise. Ich spreche ja gerade und ich spreche relativ laut in mein Mikrofon rein. Hier kann man übrigens den Pegel sehen, den mein Mikrofon aufnimmt. Hier liegt die Calliope Mini und hier unten die RGB-LED zeigt ungefähr an, wie laut ich bin. Wenn es jetzt hier auf Rot umschaltet, dann war ich wohl zu laut. Grün ist eine normale Lautstärke, bei Gelb wird es schon ein bisschen lauter und jetzt war es wieder Rot, da habe ich wohl zu viel rumgeschrien. Die genauen Stufen, wann es gelb, wann es rot oder wann es grün wird, die können wir uns natürlich selber ausdenken. Ich habe hier noch ein extra Gimmick angebaut, nämlich wenn es rot wird, dann fängt auch hier die Matrix-LEDs blinken an, sodass man es noch genauer sieht, dass hier gerade irgendwas schief läuft. Aber genug jetzt an der Calliope Mini, wir bewegen uns mal jetzt an den Computer in das Open Roberta Lab und programmieren den ganzen Spaß. Wir wollen jetzt genau das, was ich euch am Schreibtisch gezeigt habe mit der Calliope Mini, einmal nachbauen im Roberta Lab. Auf der linken Seite könnt ihr schon das fertige Programm sehen. Das sieht relativ komplex aus und deshalb habe ich mir überlegt, dass wir auf der rechten Seite das Programm nochmal nachbauen und ich erkläre euch die ganzen Funktionen im Einzelnen. So dass es für euch dann am Ende verständlich ist. Wie immer, wenn wir regelmäßigen Sensor abfragen müssen, benutzen wir den Block Wiederhole unendlich oft. Den finden wir hier unter Kontrolle und ich ziehe den hier an den Startblock ran. Wir wollen ja regelmäßige Abfragen der Lautstärke haben und dementsprechend darauf dann reagieren. Und wir haben jetzt ja drei verschiedene Zustände. Wir haben den Zustand zu laut, das wäre die Farbe rot. Wir haben den Zustand gelb oder orange, also so, naja, geht gerade noch so. Und wir haben den Zustand grün, also alles in Ordnung. Und das müssen wir jetzt hier auch abbilden. Und dazu brauchen wir immer die Blöcke wenn dann, also wenn mache. Dazu gehe ich jetzt erstmal wieder unter Kontrolle und hole mir so einen Block, wenn in dem steht, wenn irgendwas eintritt, dann mache, ansonsten mache was anderes. Damit kann ich jetzt aber erstmal nur einen Zustand, beziehungsweise ich kann zwei Zustände abfangen. Hier könnte ich ja zum Beispiel Rot und Grün abbilden. Ich könnte sagen, wenn zu laut, dann schalte das Ding auf Rot, ansonsten ja einfach Grün bleiben. Ich will ja aber drei Zustände machen und deshalb brauche ich nochmal so einen Block. Dazu gehe ich wieder unter Kontrolle und hole mir den gleichen wieder ran. Dass wir mal jetzt so ein grobes Grundgerüst haben, mit dem wir erstmal arbeiten können. Und jetzt habe ich hier ja zweimal die Abfrage mit dem Wenn. Das heißt, der Wert des Mikrofonpegels, den will ich jetzt mehrmals vergleichen oder logisch abfragen. Damit ich aber dafür nicht jedes Mal den Sensor ansprechen muss und im Zweifel einen anderen Wert bekomme als in der Abfrage vorher, sondern wirklich über die komplette Schleife oder über das komplette Programm mit einem einzigen Wert arbeiten kann, würde ich hier mal eine Variable einführen. Im Open Roberta Lab kann ich hier mit diesem Plus einfach eine Variable einführen. Das kann man jetzt entweder so lassen, man kann das hier als Element stehen lassen. Ich nenne das einfach mal laut und das ist eine Zahl. Das ist ganz wichtig, denn das Mikrofon wird in Prozent angegeben. Also von 0 bis 100 haben wir dann eine Zahl, die hier stehen kann. Jetzt wollen wir diese Zahl ja, aber jedes Mal, wenn die Schleife mit diesem unendlich oft durchlaufen wird, neu abfragen. Deshalb gehe ich jetzt hier unten links auf Variablen. Und hier kennt ihr jetzt schon meine Variable laut. Deshalb nehme ich hier den Block Schreibe laut und ziehe den mal genau hier hin. Also bei jeder unendlich often Wiederholung soll das einmal abgefragt werden und neu gesetzt werden. Sensoren kenne ich ja schon, kann ich hier hin und kann den Wert des Mikrofons hier einfach andocken. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr an diesen Block hier ankommt, wird der Lautstärkepegel in die Variable laut geschrieben. Und jetzt kann ich während meines ganzen Programms die Variable laut mehrmals abfragen, ohne dass dabei der Sensor ständig neu angesprochen wird und vielleicht einen anderen Wert, weil er zu einer anderen Zeit angesprochen wird, zurückgibt. Fangen wir mal mit der ersten Schleife an. Ich würde ja sagen, wenn der Wert abgefragt wird mit dem Laut oder dem Geräusch und er ist unter einem bestimmten Pegel, nämlich zum Beispiel unter 5%, dann würde ich sagen, alles ist leise, er kann sofort eine grüne Lampe anzeigen. Deshalb können wir jetzt hier über Logik geht das, glaube ich, genau gleichen Vergleich machen. Und hier kann ich jetzt quasi einmal die Variable vergleichen, nämlich laut, mit einem Wert, den ich einfach festlegen kann.
Und den Wert kann ich bei Mathematik hier reinziehen, da kann man einfach eine Zahl reinziehen. So, ich nehme mal den Wert 5. Also die Schwellwerte könnt ihr natürlich selber nachträglich noch anpassen. Kommt auch immer auf den Einsatzzweck an, aber für meinen Zweck ist das jetzt genau das Richtige. Das heißt, wenn diese Bedingung hier zutrifft, wenn der Wert von laut größer ist als 5, dann springt er in diese Macheschleife rein. Stimmt das nicht, also ist er kleiner als 5, dann springt er in die Sonstschleife rein. Und da habe ich ja gesagt, dann können wir einfach die grüne LED einschalten. Jetzt haben wir schon den ersten Fall abgefangen, und zwar der erste Fall ist halt einfach, ja, es ist halt nicht zu laut. Jetzt kann ich mir hier oben diesen Block kopieren, einfach einen Rechtsklick kopieren und ziehe den nochmal dahin. Da will ich ja noch eine Abfrage machen. Und meine Idee war jetzt einfach, wenn der Wert deutlich über 5 liegt, also zum Beispiel bei 15, dann könnte er in eine Schleife reinspringen, die dafür sorgt, dass er rot wird. Also wenn er hier ankommt, dann ist er auf jeden Fall ja über 5, das haben wir ja hier abgefragt. Der könnte ja jetzt aber auch zum Beispiel bei 10 liegen. Dann würde er hier nicht in die Schleife, sondern in dieses Sonst reingehen. Und wenn er in das Sonst reingeht, naja, dann machen wir halt eine gelbe LED. Können wir hier die nochmal kopieren, ziehen die hier rein. Gelb oder Orange, die Farben sind dann immer ein bisschen anders. Aber jetzt wird's spannend. Also was passiert, wenn der über 15 ist, also richtig laut ist? Dann wollen wir ja mal die rote LED auf jeden Fall einschalten. Dazu gehe ich hier dann wieder auf Aktion, schalte hier die rote LED ein. So, jetzt könnten wir denken, fertig. Lautstärkeampel ist da. Naja, jetzt haben wir aber ein Problem. Der macht keine Pausen. Der schaltet die LED immer wieder an und fragt dann mehrmals pro Sekunde den Sensor ab und am Ende würdet ihr dann ein totales Blinken erhalten auf der LED. Die würde permanent vielleicht die Farbe wechseln. Also das wäre einfach kein rundes Bild, so wie ich das von so einer Lautstärkeampel erwarte. Deshalb macht es hier Sinn, eine Wartezeit reinzusetzen. Also bevor der jetzt wieder anfängt, den Sensor abzufragen, und das soll er nicht ein paar Mal pro Sekunde machen, sondern das reicht, wenn er das zum Beispiel einmal pro Sekunde macht. Deshalb kann ich hier unter Kontrolle gehen und kann hier diesen Warteblock rausziehen. Ich könnte den jetzt hier unten andocken, immer unter der LED-Farbe. Ich kann den aber auch einmal hier oben andocken. Dann habe ich nämlich den Vorteil, dass ich das nicht hier unter jeder Bedingung machen muss, sondern dass er das quasi immer, bevor er die Schleife hier anfängt, oder beziehungsweise wenn er die Schleife anfängt, bevor er dann das Mikrofon abfragt, würde er erstmal eine Sekunde warten. Wir geben ja hier in Millisekunden an und erst dann fängt die Schleife an zu laufen. So, im Prinzip bin ich fertig. Jetzt habe ich eine Lautstärkeampel gemacht. Was ihr aber ja noch in meinem Video gesehen habt, das blende ich euch mal kurz ein, dass die Matrix noch geblinkt hat. Das ist nochmal ein stärkeres Warnsignal und das führen wir jetzt natürlich hier auch ein. Dazu gehe ich mal unter Kontrolle und hier gibt es den Block Wiederhole. Also Wiederhole kennen wir ja schon unendlich oft, das wollen wir jetzt aber nicht. Sondern ich setze jetzt unter die rote LED, also als erstes schaltet er die LED auf rot und dann lassen wir mal die Matrix blinken. Und 10-mal waren wir jetzt zu viel, deshalb mache ich 5-mal und dann kann ich wieder hier eine Aktion wählen und kann ein Bild zeigen. Die Felder, die ich jetzt mit Hashes ausfülle, die sind dann am Ende rot erleuchtet. Da kann ich jetzt einfach mit der Tab- oder mit der Tabulator-Taste durchspringen. Dann geht das relativ flott. Und ich habe die Reihen abwechselnd blinken lassen, sodass das also einen richtigen Blinkeffekt gibt. Allerdings gleiches Problem wie jetzt mit den LEDs. Damit das auch ja, nicht so ein Flackern wird, sondern wirklich es blinken wird, müssen wir die kurz für ein paar Millisekunden stehen lassen, die Farben oder die LEDs. Deshalb gehe ich jetzt auch wieder hier oder kann eigentlich hier oben einen Rechtsklick machen auf diesen Warteblock, kopiere mir den, ziehe mir den hier unten dran und hier verkürze ich die Zeit auf 300 Millisekunden. Und dann kopiere ich mir den Block, hänge den wieder hier unten dran und jetzt gehe ich hier auch wieder mit Tab durch. Damit aktiviere ich genau die gegensätzlichen LEDs, also der blinkt dann ja so ein bisschen auf der Matrix vor sich hin. Das könnt ihr natürlich ändern, wie ihr möchtet, war jetzt nur so meine Idee, ein schönes Blinken einzuführen. Und auch da warte ich kurz, bevor es weitergeht. Es ist aber nicht so, dass er jetzt den Bildschirm ausschaltet, sondern das müssen wir ihm auch sagen, dass er das tun soll. Deshalb hier nochmal Aktionen und lösche Bildschirm. Jetzt muss ich mir aber überlegen, wo ich das hinhänge. Und das hänge ich unter diesen Block. Also wenn er diese ganzen 5 Wiederholungen fertig hat, dann führt er ja hier einfach weiter aus, was hier unten drunter kommt. Und da sage ich einfach lösche Bildschirm und mit Bildschirm ist die Matrix gemeint. Wenn wir jetzt mal die beiden Seiten vergleichen, dann sieht das gut aus. Ich hoffe, ihr findet keinen Fehler mehr. Die Schwellwerte könnt ihr natürlich hier noch anpassen. Das ist gar kein Problem. Da könnte man dann zum Beispiel auch sich überlegen, ob man da eine Variable setzen will, was man als laut definiert.
Da muss man es nicht immer im Programm anpassen, sondern kann das einfach hier oben dann einmal einstellen. Wir gehen das Ganze jetzt nochmal zusammen durch, damit das logisch wird, was ich hier fabriziert habe, falls es bis jetzt noch nicht logisch ist. Oben fangen wir an und setzen eine neue Variable ein. Und die heißt laut. Die besteht aus einer Zahl und die Zahl ist erstmal 0. Also der Startwert der Variable laut ist 0. Dann haben wir einen Block, der sagt unendlich oft wiederholen. Wir haben einen Block, der ständig neu ausgeführt wird. Ist ja auch richtig, wir müssen in einem regelmäßigen Abstand ja auch das Mikrofon abfragen, damit wir immer einen aktuellen Wert der Lautstärkeampel abbilden können. Wir fangen aber nicht gleich an, sondern warten eine kurze Sekunde und dann wird der Mikrofonsensor einmal ausgelesen und in die Variable laut geschrieben. Jetzt vergleichen wir die Variable laut mit dem Wert 5. Ist der Lautstärkepegel unter 5, alles super, dann kann sofort hier der Sonst-Block greifen und die LED leuchtet grün. Sind wir aber lauter als 5, also als 5%, dann spring doch mal in den Mache-Block. Und hier fragen wir dann ab, wir sind lauter 5, okay, aber sind wir auch lauter 15? Und wenn das der Fall ist, dann wird es kritisch, dann müssen wir die rote Lampe anmachen und gleichzeitig die Matrix blinken lassen. Sind wir aber in einem Bereich zwischen 5 und 15, also haben wir die 15 nicht überschritten, dann kann die LED einfach gelb leuchten, um schon mal eine kleine Warnung zu geben. Vorsicht, hier wird es gleich zu laut. Gut, Programm ist fertig und hier unten einfach auf den Play-Knopf drücken, das Ganze wieder auf den Calliope Mini übertragen und wie das dann aussieht, habt ihr ja schon am Anfang gesehen. Ich zeige es euch jetzt nochmal im Abspann.